Wir gucken uns jetzt nochmal die zweite Folie an. Welche Werte sind Ihrem Unternehmen wichtig? Aha. Jo. Das sind nicht mehr so große Buchstaben, ne? Nee. Ist ein bisschen homogener irgendwie, oder? Da. Also den Respekt, der ist nach wie vor wichtig, ne? Aber was hatten wir eben? Das Vertrauen ist schon gar nicht mehr so groß, ne? Warum auch immer, es wird einem vielleicht mehr entgegengebracht oder nicht. Aber Zuverlässigkeit, da haben wir die Pünktlichkeit wieder. Es gibt eine Wortmeldung, ist das richtig? Eine Wortmeldung haben wir aus der hinteren Reihe. Ich möchte die Herren da vorne mal fragen, ob Sie der Auffassung sind, dass beispielsweise Wertschätzung im Unternehmen trainierbar ist. Wer möchte darauf an? Hat sich schon entschieden. Ja, ich glaube ganz deutlich, dass es trainierbar ist, wenn wir wissen, was wir wertschätzen wollen. Aus meiner Erfahrung gibt es drei Möglichkeiten, wie wir Wertschätzung formulieren können. Wir können jemanden für Dinge wertschätzen. Du hast ein tolles Auto. Regt sich nicht viel. Wir können für Leistung wertschätzen. Das hast du gut gemacht. Oder wir können uns die Frage stellen, was hat den Menschen befähigt, eine bestimmte Leistung zu erbringen? Und wenn es uns gelingt, das innerhalb des Menschen zu sehen, was seine persönliche Eigenschaft ist, die ihn dazu befähigt, dann erreichen wir ihn tatsächlich im Innersten. Und wenn uns das bewusst wird, dass wir hier unterschiedliche Ebenen der Wertschätzung aussprechen können, dann können wir das trainieren. Und wir können uns darauf sensibilisieren und können uns immer fragen, was hat jemanden befähigt, dass er so kundenorientiert handeln konnte? Vielleicht, weil ihm Details wichtig sind, deshalb konnte er kundenorientiert handeln. Oder weil er mutig war. Ich erinnere mich an eine Frau, die am Flughafen in der Lage war, einen reklamierenden, eincheckenden, hochroten, pulsierenden, hyperventilierenden Menschen nach unten wirklich auf den Boden der Tatsache zu führen. Und ich beobachtete diese Szene und das war mächtig peinlich. Also ihm nicht, nur allen anderen darum war das mächtig peinlich. Und diese Frau ist sensationell damit umgegangen. Und dann habe ich selbst mein Gepäck auf das Band gestellt, meinen ersten Koffer, meinen zweiten Koffer. Und bevor ich das tat, das kam so aus dem Bauch heraus, hatte ich gesagt, Sie, wie Sie gerade eben diese Situation gemeistert haben, Sie haben ein enormes Gefühl für Menschen und haben da die richtigen Worte gefunden. Also ich habe verstanden, was Sie meinen. Und ich merkte, wie sie dann tatsächlich eine Größe entwickelt hat. Und dann passierte etwas, das war nicht beabsichtigt. Dann guckte sie auf den Tachometer, also auf die Gewichtsanzeige. Sie wissen schon, dass Sie etwas Übergewicht haben. Ne? Also nicht ich, sondern Übergepäck haben. Sag ich, ja, ist mir bewusst. Stumm drehte sie sich um. Badge 1. Badge 2. Das wollen wir jetzt nochmal gerade so durchgehen lassen. Ja, und da merkte ich, da entstand etwas durch diese Wertschätzung. Und ich glaube, dass wir so etwas bewusst machen können. Ich kann für mich leider nicht in Anspruch nehmen, dass ich es immer wieder entdecke, wo Wertschätzung formuliert werden kann. Da muss ich mir hier mal die eigene Nase fassen. Nur ich glaube, man kann das trainieren durch Wahrnehmung und auch durch Rhetorik, durch Sprechen. Ja, bevor der Nächste, ich glaube, dass Sie noch etwas dazu sagen wollen. Ne? Darf ich nochmal nachhaken, bitte? Wenn wir ein Thema haben, was wir trainieren, in diesem Fall habe ich das Beispiel Wertschätzung genommen, müssen wir ja auch, weil wir sonst den Fortschritt nicht messen können, Bemessungskriterien haben. Es muss sich ja was verändern. Es muss ja von einem Ausgangszustand in einen anderen Zustand gehen. Und das wäre meine Frage, wenn man was trainiert, sollte man die Kriterien ja kennen. Und die müssen definiert werden, ja. Das Eben. Verständnis darüber, ein gleiches Bild existiert, wann ist Wertschätzung Wertschätzung? Hier gibt es eine Wortmeldung vom Herrn Kaduk. Ja, vielleicht ganz, ganz spontan. Ich glaube, Wertschätzung kann man nicht trainieren. Und man kann es auch nicht in Form von, sag bitte 5-mal am Tag, das hast du prima gemacht, dann ist alles gut. Und das messen wir dann. Ich glaube, das ist aus meiner persönlichen Wahrnehmung natürlich nur,
der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen darüber reden, Dialoge initiieren in Unternehmen, was ist Wertschätzung und wem bringen wir diese Wertschätzung gegenüber? Und es geht um Dialoge und das ist das Wort, das unglaublich unterschätzt wird auch. Was wir in Talkshows erleben, ist nicht Dialog, sondern Diskussion. Wer lauter ist, hat gewonnen. Wenn wir es schaffen, in Unternehmen Dialoge zu initiieren, in denen man diese Vielfalt rausbekommen kann und dann im Gespräch dann und nur, man kriegt ja nur im Dialog auch sozusagen das Gespür für die Vielfalt oder für die Fähigkeiten des anderen und dann entsteht Wertschätzung. Also unter dem Druck der schnellen Antwort würde ich sagen, Trainings, aus meiner Sicht, keine Chance. Man kann vielleicht Leuten, sagen wir mal, Rhetorikschliff ein bisschen beibringen, aber auch hier wieder Achtung, Authentizitätsfalle. Ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein und man muss den Schritt zurück in an der Haltung arbeiten. Alles andere ist für mich eine instrumentelle Ebene, eine relativ oberflächliche Ebene. Ich habe nicht, nicht ganz den Widerspruch wahrgenommen, weil der Dialog ist für mich ein notwendiges Instrumentarium, um in das Thema einzusteigen, um darauf zu sensibilisieren, wie sich jemand verhält. Manchem ist nicht bewusst, wie er sich verhält oder sich eben auch nicht verhält. Und das bewusst zu machen, glaube ich, ist ein Teil eines Prozesses, eines Coaching, eines Trainingsprozesses. Und ich habe Menschen wahrgenommen, die, nachdem sie darauf sensibilisiert waren, hier eine bessere Haltung eingenommen haben. Und ohne den Dialog, ohne das Training wäre es nicht passiert. Also ich sehe nicht ganz den Widerspruch, den Sie so deutlich formuliert haben. Vielleicht auch nur begrifflicher. Training hat für mich immer etwas, ich schicke jemanden dahin und dann kommt er verändert raus. Und deswegen ist Training für mich der unglückliche Begriff einfach. Einverstanden, ja. Sie haben was ausgelöst, merken Sie gerade, ja. Ne? Ich würde gerne mit Deming antworten. Statistiker, Six Sigma und Standardisierungsprozesse. Er hat mal gesagt, die wirklich wichtigen Dinge kann man nicht messen. Und bei dem Ding da bin ich auch so, ich halte von dem Ding nicht so viel. Da redet man über Dinge, anstatt unten in der Handlung was zu verändern. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig mit solchen Verfahren, genauso mit Werteprofile anlegen von Leuten. Ich finde, also ich erlebe, dass Menschen in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Werte aktivieren. Ich bin nicht so ein Fan von fixen Profilen. Ich bin da eher, da gibt es eine ganz schöne Bandbreite und die Bandbreite ist eigentlich das Interessante und nicht die Fixierung auf etwas.